Hallo zusammen, freut mich gleich wieder zu sehen. Fangen wir gleich mit der Stange an. Und zwar, wir gehen zur Stange. Füße parallel, Hände auf der Stange. Und zuerst die halbe Spitze mit rechts, mit links wiederholen auf Plié. Und entweder kannst du genau das gleiche wiederholen oder über den ganzen Spann machen. Rechts und links und auf Plié. Wir behalten den linken Fuß, strecken ihn nach hinten. 2, 3 bis 4 und dann mit dem linken Arm zur Seite ziehen. 6, 7 und dann alles wiederholen, mit dem linken Fuß beginnen. Demi, 4, 2, auch auf Plié, 4, 2. Wenn du möchtest, über den Spann und auf Plié, 4, 2. Nach hinten strecken bis auf 4 und dann den Arm über oben. Als wir zurückkommen, haben wir dann die erste Position. Und wir gehen weiter mit dem rechten Bein. Tendu auf, für Plié, auf, für Plié, auf, für Plié. Beim zweiten Mal zur Seite Allonge, schließt über die fünfte Position. Lass den Arm fallen, den Oberkörper nachgehen lassen. Einen Kreis machen, für Relevé Balance. Und dann zurück in die erste, für den zweiten Teil links. Demi encore auf Plié schließen. Das letzte zur Seite dann für die fünfte. Übertragen, lass den Oberkörper gehen und dann roll away und kommen wir zurück, um abzuschließen. Gut. So. Auf Plié, über den Spann, auch auf Plié, wir behalten den linken, zurückstrecken, lang durch den Unterrücken und den linken Arm. Gut, die linke Seite, halb. Plié, nochmal Demi den Arm lassen, für ein Double Relevé. Dieses Mal nach dem Grand Plié ist Cambre Allongé. Dann für die vierte gehen wir anders. Haben wir Demi, Relevé, Demi für Rond. Nochmal Demi, Relevé und Demi für Rond. Grand Plié, 2, hoch auf 3 und 4. Relevé für die Balance, 6. 7 zurück für die fünfte. Jetzt gehen wir nur Grand Plié, also direkt. Von hier verbinden mit Tendu.
vier Runden schon. Und das gleiche andere dann. Und wieder 20 für Rand. Noch im Kreis, nur für andere dann. Dann haben wir Rolle. Kurz stehen, weil wir sitzen nu für die andere Seite haben. Zuerst war ein Demi für Double Plie, ein Demi für Double Relevé. Thank you.
Haupenspitze an. Zuerst Demi und ganz senken und heben. Nochmal Demi und ganz auf Plie. Zu. Zur Seite Demi und ganz senken und heben. Nochmal Demi und ganz auf Plie. Wieder nach vorne. Nur eins mit dem rechten und eins mit links. Nochmal eins für rechts und eins für links. Demi-Plie durchrollen. Zwei, drei, senken, vier und dann umgekehrt zur ersten Rolle. Sechs, sieben und von hinten. Demi, ganz, senken, heben, Demi, ganz, Plie, zu. Demi, ganz, senken, heben, Demi, ganz, auf, Plie, zu. Rechts, für hinten, links, für hinten, rechts, zur Seite, links, zur Seite. Jetzt beim zweiten Mal, wir tun nur durchrollen, bleiben oben, um zu kreuzen, für sie zu nehmen und alles eben direkt weiter auf der anderen Seite. Beim ersten Mal sind wir hochgerollt und dann umgekehrt zurück. Beim zweiten Mal eben nur hochrollen, um zu kreuzen, für sie zu nehmen. Mit der halben Spitze starten. Hinten, Spielbein geht zur Seite, aber das Standbein geht nach vorne. Und dann von hinten, so Spielbein rück, Standbein vor, Spielbein zur Seite und dann das Standbein hinten. Eben immer den gleichen Muster. Zuerst machen wir das eben mit einem gleichmäßigen Tendu. Erst eins nach vorne, eins nach hinten, eins zur Seite und das Standbein vorne. Von hinten dann auf Plie öffnen, nach hinten. Zu, nach vorne, zu, zur Seite, zu und nach hinten, zu. Jetzt immer noch den gleichen Schema, aber wir haben drei schnell und das dritte schließt auf Plie. Vorne, eins, zwei, drei.
Stangenbein 1, 2, 3. Zur Seite 1, 2, 3. Und Stangenbein 1, 2, 3. Und dann machen wir ganz vom Anfang, aber nach hinten zuerst. 1, 4, rück. 1, 4, vorne. 1 zur Seite und 1 nach hinten. Plie vorne, plie rück, plie zur Seite und das Standbein vor. Rück, 2, 3. Standbein vorne, 2, 3. Zur Seite, 1, 2, 3. Und jetzt mit unserem Standbein, wir haben 1 nach hinten, 1 zur Seite, 1 nach vorne und dann sind wir parat für die andere Seite. Jetzt wir drehen uns zur Stange und der Fuß geht eigentlich immer zum gleichen Punkt. Zuerst ist er hinter dir, du wendest dich zur Stange, ist er neben dir, du wendest dich noch ein Viertel weiter, ist das Bein vor dir. Und dann eben alles gleich weiter auf der anderen Seite. Ready. Für den zweiten Teil. So, zuerst sind 2, dégagé, double pique, 2, dégagé, dreimal schnell. Das gleiche links für 2, double pique, 1, 2, die dreimal schnell. Dann die fünfte Position, vor, rück, vor für Coupe wechseln, nochmal wiederholen, vor, rück, vor, eben ins Plie ankommen, steht für 2, 3 für 2, hoch für 2, wir senken und dann gehen wir weiter mit dem zweiten Teil. So, der zweite Teil ist vorne, 4, 2, 4, double pique, vorne, 4, 2, einfach für envelope, hinten, 2, 4, double pique, hinten, 2, einfach envelope, auf Seite, 2, double pique, Seite, 2, einfach für envelope, auf plie zu, wir haben coupe balance, 2, 3, 4, 5, schließ die 6, und dann fangen wir wieder von vorne an, aber eben auf der linken Seite.
Ja? So, ich mache noch einmal durch. Auf der rechten Seite jetzt. Und ich vergesse, meine Stange ist jetzt weg von euch. Also einfach für die Orientierung. So, ich fange jetzt mit meinem richtigen und rechten Bein an. Wir haben erste, zwei, Double P, Kev. Erste, zwei, vier, drei, Degen, Shay. Erste, zwei, Double P, Kev. Erste, zwei, drei, Degen, Shay. Fünfte, zwei, drei, Wechsel. Fünfte, zwei, drei, Wechsel, Plie. Shay für zwei, Detourne für zwei, Arme und der zweite Teil. One, two, double. One, two, einfach, Double P. One, two, Double P, Kev. 1, 2, einfach, Envelope. Seite 2, Double PK. Seite 2, einfach für Envelope. Kurze Balance. Und dann zurück zu der Stange, eben für die linke Seite. Gut. Und versuch eben die Platzierung zu behalten. We'll try that. Ready. Thank you.
Dann machen wir weiter mit dem Rondeschirm. Heute, wir machen den Auftakt von der ersten Position, wechseln wir dann zu der fünften und wir schließen den Arm auch noch mit den Beinen. Zuerst ist Plie auf Tendu 1, zur Stange 2. Wenn du möchtest, kannst du auf Relevé hochkommen für die 3. Der zweite Arm kommt auf 4. Von hier Plie Tendu nach vorne auf 5. Um zu öffnen 6. Eine Runde schon 7. Und das zweite kommt hoch auf 8. Zuerst übertragen. Und dann beim Zurückkommen haben wir noch einen Rondeschirm dazu. Wieder übertragen ohne Rand. Und zurückkommen ist mit. Dann von hier, wir haben Clash durch die erste Position. Ins Plié. Für Passe wechseln. Für Attitude. Für Allonge. Und dann wieder den Arm und das Bein zusammenschließen. Wir gehen nochmal vom Anfang. Zur Seite. Zur Stange. Dieses Mal bleibt der Arm oben und wir legen den Fuß hinten an. Zweiter Arm kommt dazu auf die 4. Plie 5, öffnen 6, das erste flach, das zweite hoch. Dann haben wir übertragen, zurück mit Rand, nochmal übertragen, zurückkommen mit dem Rand, von hier durch die erste Plie, Wechsel und dieses Mal Relevé. Für Sütteln, den Arm wieder schließen und dann den Anfang auf der anderen Seite. Beim ersten Mal legt den Fuß vorne an und beide Arme erste. Beim zweiten Mal wir lassen den Arm oben und der Fuß ist hinten. Genau. So, beide Seiten zusammen dieses Mal. Rück, 2, 3, double.
öffnen vorne für Demi, öffnen vorne bis rück. Rück, 2, 3, Dubo. Tombe-Coupe ist nur einmalig. Du ziehst das Bein hoch, um zu schließen. Und jetzt gehen wir weiter zur Seite. Immer noch mit 3 zuerst beginnen. Seite, 2, 3, Dubo-Pique. Jetzt 3 rund. 1, 2, 3, schließen, um das Standbein zu öffnen. Von hier wir drehen uns weg von der Stange. 2, 3, bis 4. Kommen zurück, 5, 6 und schließen, 4 zur Seite noch einmal. Ja? Seite, 2, 3, Double Pique, Rund, 2, 3, schließen, um das Standbein zu öffnen. Von hier wieder zuerst eine Vierteldrehung, aber dann drehen wir uns weiter und haben wir alles für die andere Seite. So, beim ersten Mal hast du das Standbein vorne, du drehst dich weg von der Stange und zurück. Beim zweiten Mal ist das Standbein hinten zur Stange und weiter bis auf der anderen Seite. Der Anfang war mit den 3. Double Pique, Dubo hinten für Demi, Dubo hinten für ganz. Wieder 3. Double Pique, Tombe Coupe, hochziehen für Präparation. Rück, 2, 3, Dubo. Ins Plié für Demi, ins Plié für ganz. Nochmal die 3. 2, 3, Dubo, Tombe Coupe einmalig, hochziehen und zur Seite. Immer noch 3. 1, 2, 3, Double Pique, Rund, 2, 3, schließen, öffnen, drehen, 2, 3, bis 4, komm zurück. Zur Seite wiederholen, aber eben mit dem Standbein, Fuerte ganz für die andere Seite, beziehungsweise um abzuschließen. So, das Tempo ist eher schnell. Ready. Tombe Coupe. Und das gleiche von hinten, die 3. Tombe Coupe. Seite 3. Zur Seite, für Randeschaum an der dann noch um zu schließen. Ja, so nochmal der Anfang. Wir haben down, down, für vorne. Wieder down, down, zur Seite. Direkt nach hinten, Flex und Strecken, Attitude, Demiron und der Second schließen. Von hier wir gehen zur Stange,
gleich über vorne für Relevé halten und dann vom Relevé ins Plié-Attitude fallen. Und dieses Mal haben wir einen großen Rondeschirm bis nach hinten und dann einfach senken, den Fuß offen lassen, weil wir wieder den Anfang mit dem Tombe haben. Tombe, Coupe, Coupe direkt. Tombe, Coupe, Coupe direkt. Vorne auf für Flex und Strecken. Play Attitude für Demi-Run, für Run on Leer, hinten schließen. Zu der Stange, über hinten für Relevé halten. Dann von hier Play Attitude fallen, für Grand Run bis nach vorne und noch sitzen für die andere Seite. So wichtig mit den Richtungen ist, behalt immer die Richtung. Beim ersten Mal, wir kommen von hinten. Das Bein kommt eben nach vorne. Es kreist weiter nach vorne und es schließt sich auch vorne. Beim zweiten Mal kommst du von vorne, du öffnest, zu weit öffnen gegen hinten und schließt auch gegen hinten. So ist alles eine Richtung, entweder Andegan oder Andeor. Beim Auftakt nicht vergessen zu öffnen und dann auf dem Bein steigen. Ready? Angelogen. Wir machen nur Demi-Encore. Von hier kannst du entweder
Tandu aufklär öffnen, hinten schließen und hier einfach halten, bis wir neu starten. Oder wenn du möchtest, kannst du zur Seite öffnen, über hinten schließen, ein ganzes Sütenu machen und beim Ankommen noch das Spielbein hochziehen, um zu wechseln. So noch einmal, Variante Nummer 1 ist einfach auf und zu für die Balance. Zweite Variante ist auf, hinten zu für Sütenu und dann noch das Passing durchziehen. Dann fangen wir alles von hinten an. Ja, so machen wir das jetzt. Zuerst mal mit dem Senken und wieder Heben. Hinten, senken, heben, zu. Seite, senken, heben, zu. Vorne, senken, heben, zu. Direkt, flush, flush, komm zu. Zwei, nach vorne, nicht wechseln, jetzt wechseln. Hinten, für zwei. Jetzt das gleiche Konzept. Entweder nur öffnen und schließen, halten. Oder öffnen, für Sütenu, ein ganzes immer, ja? Eine ganze Drehung. Und dann das Spielbein hochziehen und schließen. Also da, wo du hingeschaut hast, da schaust du wieder und dann noch das Spielbein wechseln. Gut. Ready. Direkt für Clutch. Und zwei direkt. Wechsel. Entweder Sütenu oder Susu. Direkt. Zwei. Mach nichts, weil das sind wir auch, ja? So. Machen wir auf der linken Seite. Ready. Direkt für Klatsch. Zwei direkt. Nicht wechseln. Zweiten Teil.